Hallo meine Lieben, ich habe wieder 7 Tage mein Frühstück gefilmt. Diesmal ist sogar ein bisschen was Ungesundes dabei. Letzte Woche gab es ja nur Müsli bei mir, obwohl ich mir es jedes Mal vorgenommen habe, was anderes zu essen. Ja, diesmal habe ich mich an ein paar Sachen rangewagt, beziehungsweise mich überwunden, auch mal was Ungesundes zu essen, was mir einfach gut schmeckt und was ich mir mal gegönnt habe. Ja, vielleicht habt ihr noch ein paar andere Frühstücksideen. Ich habe mir vielleicht vorgenommen, mal irgendwie sowas wie Pfannkuchen auszuprobieren oder ja, Pancakes oder irgendwas anderes, was ich schon ewig nicht mehr gegessen habe. Ja, ich wünsche euch erstmal viel Spaß beim Zusehen und bis bald. Guten Morgen, ihr Lieben. Zum Frühstück gibt es heute ein Müsli aus Topas, Haferflocken und Rosinen. Zwei Mandarinen sind noch dabei und wie immer der Soja-Kaffee-Olé. Es ist Dienstagmorgen. Guten Morgen erstmal. Ich frühstücke mal wieder ein Müsli. Es ist wie immer Böchermüsli, Haferflocken, Mandeln, Walnüsse, getrocknete Aprikosen, Cranberries, Joghurt und Sojamilch. Und der Soja-Kaffee-Olé darf natürlich auch nicht fehlen. Ja, und das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Es ist Mittwochmorgen. Ich bin irgendwie hundemüde und habe auch noch nicht so viel Appetit. Deswegen gibt es bei mir jetzt erstmal einen Joghurt mit einer Mandarine, einer Banane. Ein bisschen Leinsamen sind danach drüber. Und natürlich meinen Soja-Kaffee-Olé. Das Frühstück wird wahrscheinlich nicht lange vorhalten, aber ich finde es jetzt auch unnötig, sich was reinzuzwängen, wenn man noch keinen Hunger hat. Deswegen hole ich mir, glaube ich, nachher noch was beim Bäcker unterwegs. Ja. Am Donnerstag gibt es bei mir wieder einen Soja-Kaffee-Olé, einen frisch gepressten Orangensaft und eine Mandarine. Und das ist so eine Weizenmehlstange oder so eine Müsli-Stange mit getrockneten Aprikosen, Cranberries und Pistazien. Das ist übrigens die gleiche, die ich gestern als zweites Frühstück gegessen habe. Und ja, das lasse ich mir jetzt erstmal schmecken. Guten Morgen, es ist Freitagmorgen und ich muss arbeiten und schaffe es nicht mehr zu frühstücken. Also hier ist mein Soja-Kaffee-Olé drin und hier ist ein Müsli drin. Das werde ich dann auf der Arbeit frühstücken. Ja, genau. Und jetzt muss ich auch schon los. Am Samstagmorgen gibt es bei mir einen Mandel-Rosinen-Monte Cristo. Also es ist einfach so ein Wäckchen mit vielen Rosinen und Mandeln drin. Richtig schön süß, eine Mandarine, weil ich irgendwie immer das Gefühl habe, wenn ich sowas Ungesundes esse, muss ich was Gesundes dazu essen. Vielleicht kennt ihr das ja. Ja, und ein Soja-Kaffee-Olé. Aber ich finde, manchmal muss man sich das einfach gönnen. Ja. Guten Morgen, ihr Lieben. Es ist Sonntagmorgen und ich bin irgendwie um 8 Uhr aufgestanden. Ich weiß nicht, ich bin zwar todmüde, aber konnte nicht mehr schlafen. Vielleicht kennt ihr das. Ja, auf jeden Fall habe ich gedacht, mache ich mir heute ein schönes Frühstück mit frisch gepresstem Orangensaft, eine Banane, Soja-Kaffee-Olé und so einem Schichtmüsli. Also das ist, die Müsli-Mischung ist so getrocknete Früchte, wie sollte es auch anders sein bei mir. Also Cranberries, Rosinen, Aprikosenstückchen, Mandelsplitter, Walnüsse. Da ist noch ein bisschen Zimt mit drin in den Haferflocken, deswegen ist das so braun. Und ja, jetzt werde ich erstmal schön frühstücken und ich weiß nicht, ob ich mich nochmal hinlege oder nicht. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Sonntag.